Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 8. August 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute Morgen kam es hier um 5.12 Uhr, trafen sich Venus und rückläufiger Merkur in der Jungfrau, im vierten Grad der Jungfrau. Ich habe gestern im Tageshoroskop ja nochmal ausführlich über den rückläufigen Merkur gesprochen, der sich, wo jetzt die Venus vor dem Merkur laufen wird. Und das wirkt dann heute noch nach. Es geht dabei hier um die Verbindung von Gefühl, Empfindung und Denken, Verstand. Merkur wird sich dann weiter rückwärts bewegen und wird nächsten Donnerstag, also in einer Woche, wird er in den Löwen nochmal zurückkehren, also die Jungfrau rückläufig nochmal verlassen. Ja, rückläufiger Merkur, viel drüber gesagt, gilt es immer wieder achtsam zu sein, vor allem auch, wenn wir auf die Innenwelt schauen, auf die Art und Weise, wie wir eben denken, wie wir über uns und über die Dinge denken, denn oftmals bekommen die Erlebnisse oder unser Leben bekommt dadurch eben einen gefühlsmäßigen Eindruck durch die Art und Weise, wie wir die Situation, wie wir den Moment beurteilen. Und diese Beurteilung des Momentes, diese Wertung, die kommen aus dem Verstand, nicht? Und deswegen kann es sein, dass im Grunde ganz normale oder sogar positive Tage oder Momente von uns negativ bewertet werden, weil wir gerade nicht gut drauf sind und uns damit quasi selber die Dinge schwerer machen, als sie sein müssten. Also weiterhin hohe Aufmerksamkeit auf unser eigenes Denken zu richten und damit natürlich auch daraus hervorgehend die Projektion auf andere, komme ich gleich drauf. Ja, auch hier die Konstellation Mars, Jupiter, Saturn rückt immer näher zusammen. Mars jetzt im 13. Grad, noch 3 Grad von Jupiter entfernt. Diese Konstellation im August-Horoskop von mir besprochen, werde ich dann auch nächste Woche mir intensiver vornehmen in der Tageshoroskopbesprechung. Ja, und der Mond als Tagesanzeiger der Energien, der Mond ist zunehmend und er wird heute Morgen beziehungsweise heute Mittag das Zeichen wechseln. Er ist am Vormittag noch in der Jungfrau, also noch eine gute Gelegenheit an unserer Integration, an der Anpassung, an der Bewältigung des Alltags, auch an der gewissen Ordnung zu arbeiten. Mond in der Jungfrau immer eine gute Konstellation, Dinge zu ordnen. Auch wenn er, bevor er in die Waage wechselt, um 11.31 Uhr wird er um 10.40 Uhr in Opposition zu Neptun laufen, kann also sein, dass der Vormittag auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, dass ein bisschen wenig Energie nach außen hin da ist. Mond im Neptun wirkt ja immer so 2 Stunden, kann so gewisse Trägheit oder Müdigkeit mit sich bringen. Eine gute Konstellation zur Meditation, zum inneren Stille werden. Na, also entweder ein bisschen aufräumen oder ein bisschen still werden. Dann um 11.31 Uhr der Wechsel des Mondes in die Waage, wo er dann bleiben wird bis zum Sonntag, bis in der Nacht zum Sonntag, dann geht's weiter in den Skorpion. Ja, und Mondwaage könnten wir so bezeichnen unter dem, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also, ne, so wie wir selbst behandelt werden wollen, wie wir selbst gesehen werden wollen, wie wir möchten, dass unsere Kontakte und Beziehungen sind, das ist ja alles etwas, was von außen kommt. Genauso sollten wir quasi auch von innen nach außen agieren. Ne? Dadurch können wir auch Karma oder Umstände verändern. Ne? Wenn wir beispielsweise auch unser Verhalten nach außen den anderen Menschen gegenüber verändern, wenn wir beispielsweise freundlicher werden, mal als Beispiel, dann wird es eine Zeit lang dauern vielleicht, wenn wir vorher unfreundlich waren, aber mit der Zeit werden dann auch die Menschen, die Wesen freundlicher auf uns reagieren. Also die Außenwelt quasi als Spiegel, als Feedback unserer Innenwelt und natürlich auch umgedreht. Und so können wir mit dem Mond in der Waage dadurch eben auch dann das, was uns begegnet, verändern durch die Art und Weise, wie wir dem begegnen. Und Mond in der Waage ja auch der Wunsch nach Harmonie. Und das ist dann auch eine schöne Verbindung, Sonne-Löwe,
Mond Waage ist eine harmonische Verbindung zwischen Feuer- und Luftzeichen. Das ist auch gut, dass auch beides Mond. Sonne Löwe ist ja auch die Kreativität. Mond in der Waage ist auch die Schönheit. Also in den nächsten Tagen Schönheit zu kreieren in unterschiedlichsten Bereichen ist sicherlich eine gute Idee. Und Mond in der Waage ist auch der Austausch mit anderen. Mond Jungfrau hat ja ein bisschen was Introvertierteres, ein bisschen was auf mich mehr auf mich und meinen Alltag bezogen ist. Mit dem Mond in der Waage können wir tatsächlich auch mehr wieder in die Begegnung gehen, in die Beziehung gehen, wenn wir das wollen und uns austauschen. Der Mond in der Waage ist ja dann auch harmonisch zu den Zwillingsplaneten. Also der Austausch mit anderen, die auch Bereicherung unserer eigenen Ideen und Gedankenwelt durch andere kann dadurch auch dann sehr stark gefördert werden. Und die Waage ist auch das Zeichen der Balance, des Ausgleichs, der Gerechtigkeit. Also auch da zu schauen, wo bin ich ungerecht in meinen eigenen Urteilen, wo kann ich vielleicht in mir für mehr Gerechtigkeit sorgen, wie kann ich zu mehr Balance, zu mehr Harmonie kommen, vielleicht auch indem ich erkenne, wo auch in mir oder in meinem Leben Ungleichgewichte entstanden sind, wo ich beispielsweise zu viel arbeite und zu wenig Zeit für mich habe oder umgedreht. Wo ich vielleicht zu sehr aus dem Kopf und aus dem Verstand agiere und weniger aus dem Gefühl oder umgedreht. Und dann kann ich mich im Grunde bemühen, die beiden Waagschalen der Waage mehr in ein größeres Gleichgewicht, in eine größere Harmonie zu bringen. Ja, soweit das Tageshoroskop heute vom Donnerstagmorgen am Freitag. Wie gewohnt dann die Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Und dann laufen wir nächste Woche, vor allem nächsten Montag, dann auf das Jupiter-Saturn-Quadrat zu und andere interessante Aspekte. Da gehe ich dann aber vielleicht morgen oder dann spätestens nächste Woche darauf ein. Bis dahin, alles Liebe für euch und tschüss.